Doch geht sie trotz der Autorschaft von Johann Heinrich Meyer ursprünglich auf Goethes Konzeption zurück. Hax greift die ungewöhnliche Attributhäufung des Titels auf, die er als Urteilskonzentrat wertet, mit dem drei Kernaspekte romanischer Kunst kritisiert werden können. Das Neudeutsche begriffen als das Prädeutsche, das Religiöse begriffen als das Irrationale und das Patriotische begriffen als das Antifranzösische. Mit seiner Bekräftigung des antiromantischen Kunstideals der Weimarer Kunstfreunde ruft Hax implizit auch deren Beurteilung Friedrich Schlegels auf. Bei Meyer und Goethe ist zu lesen, Zitat, im Jahr 1803 trat Friedrich Schlegel zuerst als schriftlicher Lehrer des neuen, altertümenden, katholisch-christelnden Kunstgeschmacks auf, streitend gegen die bisherigen Meinungen über echte Kunst und der Art, sie zu fördern. Hax wiederum ist es nicht einfach darum zu tun, Friedrich Schlegels einen Ruhestürmer vorzuführen, der gegen die bisher gehegten Meinungen opponiert. Vielmehr scheint sich der Zentralvorwurf, die Romantiker würden einen, Zitat, Kampf gegen den Wertbegriff und damit einen Kampf gegen den Gattungsbegriff führen, unmittelbar auf das ästhetische Konzept Schlegel zu beziehen. Belegen lässt sich diese Annahme mit dem bereits genannten Anti-Schlegel-Aufsatz der Meineidichter, auf den Hax mit den Worten hinweist, er habe darin, Zitat, die Romantik bei der Wurzel und in ihrem Wesen gepackt. Um die Irritationskraft von Schlegels Ansatz zu erweisen, betreibt Hax in diesem Aufsatz zunächst Literaturgeschichte. Die Meister Goethe, Schiller und Hegel waren eben dabei, die einzelnen Formen der Erkenntnis reinlich zu trennen und einer jeden den Aufgabenbereich zuzumessen, für den sie am dienlichsten war. Sie bestimmten in besonders die Grundform der Literatur. Sie schmiedeten und schärften ihre Zangen dergestalt, dass sie die verwickelte Wirklichkeit am gründlichsten zu packen bekämen. Auch wenn Hegel auf seine auf die Literatur bezogenen Gattungsbestimmungen erst im Verlauf der 1820er Jahre in seinen Vorlesungen über die Ästhetik formuliert, erörtern Goethe und Schiller bereits in ihrer gemeinsamen Schrift über epische und dramatische Dichtung von 1797 Grenzen und Inhalte von zwei literarischen Großgattungen. Just in diesem Moment entwirft Schlegel mit seinen Athenäumsfragmenten ein protologisches Gegenprogramm. Bei Hax heißt es weiter, und kaum hatten sie, Goethe und Schiller, einen einigermaßen brauchbaren Arbeitsplatz zusammengeräumt, kam dieser entlaufene Lehrbursche, Friedrich Schlegel, ihm in die Werkstatt gesprungen und warf alles wieder durcheinander. Hax' Kritik bezieht sich auf die ästhetische Alternative, die Schlegel anbietet. Während er an der klassischen Vollkommenheit eines Kunstwerks festhält, postuliert Schlegel dessen romantische Unabschließbarkeit. Während Hax die Gattungsstruktur als Ausdruck ästhetischer Ordnung schätzt, vermag er in der Antigattung des Fragments nur ästhetische Unordnung zu erblicken. Was er folglich Schlegel als künstlerische Unfähigkeit auslegt, ist der Widerspruch zu seiner Auffassung von poetischer Ganzheit. Denn ein Kunstwerk, so definiert Hax beispielsweise in seinem Essay Unter den Medien schweigen die Musen, ist die, Zitat, Nachahmung eines Gegenstandes in einer als zweckdienlich erprobten Form, in einer Gattung. Dritter Abschnitt, die Romantiker sind Epigonen. Im Zuge seiner Verurteilung der Romantik als reaktionäre und dekadente Kunstrichtung lässt sich Georg Lukács dazu hinreißen, eine halbe Ausnahme zu machen. Sie betrifft die Person, das haben wir schon gehört, E.D.R. Hoffmanns. Während ihn die, Zitat, Art seiner Gestaltung als immerhin europäischen Romantiker ausweise, sei er zugleich, was ihn von anderen romantischen Dichtern abhebe, ein wirklich großer Realist. Indem Lukács den realistischen Schriftsteller Hoffmann aufwertet, setzt er aber den fantastischen Schriftsteller Hoffmann herab. Mit dieser konzeptuellen Aufspaltung legt Lukács eine Deutung vor, die noch die aufkommende Romantikdebatte der 1970er Jahre beeinflusst, obwohl sich der Literaturwissenschaftler Hans Meyer schon 1959 gegen eine solche verzerrende Lesart wehrt. Meyer schreibt, so fragwürdig es erscheinen mag, Begriffe wie Romantik und Realismus schlechthin als Antithese zu setzen, so verfehlt ist es vor allem, aus der offenkundig stark romantischen Teilsubstanz seiner Dichtung auf eine Abkehr Hoffmanns vom Realismus zu schließen. Meyer hält folglich am Realisten Hoffmann fest, macht aber deutlich, dass dieser ohne sein fantastisches Komplement nicht zu denken sei. Bedeutsam bleibt daher die zweite Arbeitsanweisung, die Lukács am Ende seines Beitrags über die Romantik als Wendung in der deutschen Literatur formuliert. Die Erkenntnis und das Herausarbeiten von Hoffmanns Eigenart ist eine wichtige Aufgabe der deutschen Literaturgeschichte. Dass Hax diesem Auftrag in seinem Romantik-Essay vollgültig nachgekommen wäre,
lässt sich trotz seiner ausführlichen Beschäftigung mit den Elixieren des Teufels nicht sagen. Bemerkenswert ist zunächst, dass Hax, wie in den Akademiegesprächen von 76 bekundet, Hoffmann explizit von der allgemeinen Romantiker Schelte ausnimmt. Dabei beruft er sich auf fachkundiges Urteil, da er Hoffmann als einen Autor vorstellt, der, Zitat, von Heine ausgenommen wird, der von Lukács ausgenommen wird und der von Anna ausgenommen wird. Während der Standpunkt von Lukács schon skizziert wurde und Heine kategorisch Hoffmanns Nicht-Zugehörigkeit zur romantischen Schule unterstreicht, ist mit Anna niemand anderes als Anna Segers gemeint, die in ihrer Erzählung die Reisebegegnung und Hoffmann einen fiktiven Dialog mit Kafka und später mit Gogol führen lässt. Indem sie ihrer Hoffmann-Figur folgende Worte in den Mund legt, bekräftigt sie poetologisch die Einschätzung Meyers. Symbolische oder fantastische Darstellungen, Märchen und Sagen wurzeln doch irgendwie in der Wirklichkeit. Genauso gut wie greifbare Dinge. Ein richtiger Wald gehört zur Wirklichkeit, doch auch ein Traum von einem Wald. Zitat Ende. Mit dieser Reflexion über den ontologischen Status des Waldes unternimmt Segers nicht weniger als die Rehabilitierung des Imaginären im Gebiet der Literatur. Hax seinerseits greift in diese Debatte nicht ein, sondern rettet Hoffmann mit einem literaturhistorischen Trick. Er gehöre, so Hax, in eine Periode, die zwar romantische Mittel rezipiert, die aber nicht Romantik ist. Hoffmann müsse schlichtweg, wir haben es alle gehört, dem Biedermeier zugerechnet werden. Von dieser Zuordnung ist im Romantik-Essay keine Rede mehr. Stattdessen liefert Hax eine Parallellektüre von Matthew Gregory Lewis' Schauerroman The Monk und Hoffmanns Elixieren des Teufels. Dabei bemüht er sich, in einem durchaus amüsanten Close Reading ästhetische Mängel an Hoffmanns Werk aufzuzeigen. So erinnere der Handlungsverlauf, Zitat, nur an eine Road Novel, so wirke das Doppelgängermotiv nicht anders als ein Possen und so verfehle Hoffmann seinen vermeintlichen Anspruch, ein, Zitat, neues Haus von Atriden zu entwerfen, indem er nur einen plattromantischen Schicksalsroman liefere. In der neueren Hoffmann-Forschung hingegen wird betont, dass sich die narrative Konstruktion des Romans gerade aus der gelungenen Kombination von Familiengenealogie und Fatalität ergebe. Hax seinerseits disqualifiziert die Elixiere des Teufels, um die epigonale Abhängigkeit von Lewis' Schauerroman zu erweisen. Freilich ist literaturhistorisch unumstritten, dass Hoffmanns Elixiere in einem komplexen intertextuellen Entstehungs- und Verweisungszusammenhang stehen. Nun müssten neben Lewis ebenso die deutschen trivialromantischen Anreger wie Christian Heinrich Spies, Karl Gottlob Kramer und Karl Grosse genannt werden. Außerdem rechtfertigt Hax den Romanvergleich zwischen Lewis und Hoffmann, indem er die Elixiere leichthin auf eine Bearbeitung reduziert und dabei unterstellt, Zitat, eine Bearbeitung zieht er doch ihr Recht, auf der Welt zu sein, daraus, dass sie besser ist als ihr Urbild. Unerklärt bleibt jedoch, warum eine Bearbeitung zwingend besser als ihr Urbild zu sein habe und mit welchen ästhetischen Kriterien sich das Werturteil besser überhaupt rechtfertigen lässt. Der detaillierte Vergleich, den Hax vorlegt, ist durchaus in mancher Hinsicht bedenkenswert, da er auf gründlicher Textlektüre beruht. Problematisch daran ist nur, dass die Parallelisierung auf ein Ergebnis hinausläuft, das sie im Grunde schon voraussetzt. Denn mit Bezug auf den englischen Mustertext dient Hoffmanns Roman letztlich nur als Beleg für die, Zitat, Armseligkeit der deutschen Romantik. Um mit dieser Behauptung keine solitäre Meinung zu vertreten, beruft sich Hax auf die Hoffmann-Kritik Hegels sowie auf einen Einwand Goethes. Bemerkenswert an dieser Auswahl von Autoritäten ist jedoch, dass Hax in diesem Fall auf Heine verzichtet, auf den er in den Akademiegesprächen immerhin noch verwiesen hatte. Fast ließe sich fragen, ob Hax den Gewährsmann Heine hier nicht sogar bewusst verschweigt, dass sich neben der positiven Einschätzung Hoffmanns in der romanischen Schule auch folgende aufschlussreiche Passage in Heines Briefen aus Berlin findet. Zitat Heine: Jeden müssen die Fantasiestücke ergötzen. In den Elixieren des Teufels liegt das Furchtbarste und Entsetzlichste, das der Geist erdenken kann. Wie schwach ist dagegen The Monk von Lewis, der dasselbe Thema behandelt. Während Heine eine diametral entgegengesetzte Wertung abgegeben hatte, belässt es Hax nicht bei der qualitativen Abstufung von Hoffmanns Roman. Denn indem er den Beginn des Abschnitts Die Buße aus den Elixieren des Teufels zitiert, der sich tatsächlich als Schilderung einer durch Drogenkonsum hervorgerufenen Empfindung lesen lässt, meint er, auch Hoffmann als Opiumkonsumenten entlarven zu können. Als externer Beleg dient in diesem Fall Sir Walter Scott, der in seinem Artikel On the Supernatural in Fictitious Composition von 1827 erstmals die Behauptung aufstellt,
Die literarischen Werke Hoffmanns würden von einem unmäßigen Gebrauch des Opiums zeugen. Wie Hax richtig darstellt, ist es Goethe, der den Beitrag Scotts in Auszügen verdeutscht und 1833 in den Paralipomena zu Über Kunst und Altertum veröffentlicht. Ergänzend zitiert Hax auch das beigefügte Urteil Goethes, das den Vorwurf Scotts noch einmal verschärft. Wir können den reichen Inhalt dieses Artikels unseren Lesern nicht genugsam empfehlen. Denn welcher treue, für Nationalbildung besorgte Teilnehmer hat nicht mit Trauer gesehen, dass die krankhaften Werke des leidenden Mannes, also Hoffmann, lange Jahre in Deutschland wirksam gewesen und solche Verirrungen als bedeutend fördernde Neuigkeiten gesunden Gemütern eingeimpft worden. Das Zitat »Tiefe Behagen«, das Hax Goethe angesichts dieser Dämonisierung Hoffmanns attestiert, verspürt er sichtbar selbst, wenn er mit den Worten seines Vorbilds sein Feindbild bekämpfen kann. Dabei wird deutlich, dass der Gestus, Hoffmann des Opiumkonsums zu bezichtigen, selbst ein epigonaler ist. Denn wie Gerhard R. Kaiser gezeigt hat, avanciert Scotts Deutung zu einem Leitfaden für die negative deutsche Hoffmann-Rezeption. So charakterisiert beispielsweise Georg Gottfried Gervinus Hoffmanns Werke in der vierten Auflage seiner Geschichte der deutschen Dichtung von 1853 als Zitat fieberhafte Träume eines krankhaften Gehirnes, die ein unmäßiger Gebrauch des Opiums hervorbringe. Wenn also Hax im Jahr 2001 diesen Vorwurf abermals artikuliert, erscheint das nicht wirklich originell. Inspiriert wirkt seine Kritik erst, wenn er sie universalisiert, indem er nahezu alle Romantiker zu Vorläufern des Opium-Eaters Thomas de Quincey erklärt. Einen uninspirierten Nachgeschmack aber behält sie, wenn Hax sie am Ende des Romantik-Essays trivialisiert, wo er die Romantik physiologisch auf eine Hirnschwäche zu reduzieren versucht. Vierter Abschnitt, Resümee und Rückblick. Die Romantiker schreiben schlecht, zerstören die Gattung und sind Epigonen. Mit dieser dreifachen Disqualifizierung hat Peter Hax den nicht klassischen Dichtern der Zeit um 1800 das literaturästhetische Todesurteil gesprochen. Um seine Behauptungen zu stützen, erweitert, pointiert und radikalisiert Hax die eigene, schon andernorts vorgetragene Einschätzung der Romantik. In diesem Zuge wird auch die Romantikdebatte der 1970er Jahre erneut zum Thema, auf die er im Binnenkapitel Hermine empfiehlt, schlaglichtartig eingeht. In dieser Abrechnung mit alten Kontrahenten geht es jedoch nur punktuell um Hermine, dafür ums Ausführliche, auch das hörten wir bereits, um Fühmann. Anhand der schematischen Darstellung von Fühmanns Versuch, E.T.R. Hoffmann im literarischen Kanon der DDR zu etablieren, wird sichtbar, wie sehr Hax darum bemüht ist, ein einseitiges Bild der neueren Literaturgeschichte zu vermitteln. Franz Fühmann veröffentlicht seine Essaysammlung Fräulein Veronika Paulmann aus der Pirnaer Vorstadt oder etwas über das Schauerliche bei E.T.R. Hoffmann 1979 im Rostocker Hirnsdorf Verlag. Die Sammlung enthält auch seine Rede Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, die am 21. Januar 1976 in der Akademie der Künste gehalten hatte. Darin bekundet er ausdrücklich, welche Anregung er von Meyers Hoffmann-Beitrag empfangen habe, womit er sich implizit gegen Lukács und eine einseitige Hoffmann-Auslegung wendet. Zitat: Man wird Erbe nie verfügbar besitzen, wenn man es auf das Genehme beschränkt. Im Verlauf seiner Rede verschärft er den Vorwurf der Beschränkung, indem er der DDR-Germanistik vorwirft, Hoffmann zu einem Antirealisten verzeichnet zu haben. Fühmann plädiert in erster Linie dafür, den Romantiker Hoffmann möglichst unvoreingenommen und vollständig wahrzunehmen. Hax hingegen erscheint dieses Engagement suspekt. Zitat: Fühmanns Absicht war nicht, der Romantik zu ihrem Recht zu verhelfen. Er wollte die Romantik an die Macht. Die unterstellte Intention einer Intronisation der Romantik wird in dieser Deutlichkeit jedoch kaum mit den Schriften Fühmanns zu belegen sein. Der vielschichtige Dissens zwischen Fühmann und Hax entzündet sich nicht zuletzt an dem Satz: Die Sünden der Väter kochen und gären in meinem Blut, der aus den Elixieren des Teufels stammt. Während Hax diese Aussage allein auf die adlig-inzestuösen Verflechtungen des Protagonisten Medardus bezieht, kappt er den anthropologisch-geschichtsphilosophischen Horizont dieses Gedankens, auf dem Fühmann insistiert. Fühmann schreibt: Die Sünden der Väter kochen und gären in meinem Blut. Das ist doch kein Beitrag zur Erbbiologie und kein Kalkül zur Molekulargenetik. Das ist doch unsere Sache, die Hoffmann hier abhandelt.